Und damit ein herzliches Willkommen zum Farmvlog. Ja, warum kommt mein Auto heute im Farmvlog? Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, was hat denn das Auto bitte mit der Landwirtschaft zu tun? Was hat es denn am Farmvlog verloren? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Wir haben einen Livestream gemacht am Mittwochabend. Und da kamen viele Kommentare, kannst du nicht mal dein Auto zeigen, kannst du das nicht einmal vorstellen, kurz zeigen, um was es da geht, was es ist. Und ja, wenn es ein Land Rover ist, die sind doch für die Landwirtschaft gebaut. Und ja, mit dem Kommentar hat natürlich jemand sehr recht gehabt, die Auto waren tatsächlich mal für die Landwirtschaft gedacht. Und bei mir wird er ja auch für die Landwirtschaft mit eingesetzt und aus diesem Grund wird er heute mal vorgestellt, zeige ich euch den mal. Ja, bei meinem Fahrzeug handelt es sich, wie schon angesprochen, um einen Land Rover. Das ist ein Land Rover 110 oder 110. Ist das Vorserienmodell vom Defender. Der ist Baujahr 1990, im September gebaut. Ist quasi einer der letzten 110. Es gab die 90 und die 110. Das steht immer für den Radstand. Ich habe den 110er Radstand, also den etwas größeren. Dann gibt es noch die 130er, die sind dann noch ein Ticken länger. Und die 90er sind natürlich dann vom Radstand deutlich kürzer. Ja, dieses Fahrzeug, wie gesagt, Vorserien-Defender, vor dem eigentlichen Defender, wie es halt dann immer geheißen hat, war mal ein Militärfahrzeug. Der ist gelaufen fürs britische Militär. Deswegen auch die olivgrüne Farbe. Ich habe das Auto 2014 gekauft. Der war auch relativ runtergerockt, da war einiges dran zu machen, hatte aber schon TÜV und deutsche Zulassung quasi. Was für mich natürlich ein großer Vorteil war, so ein Auto da dazuzulassen, das vorher nie auf deutschem Boden unterwegs war mit deutschen Papieren, ist immer recht kompliziert. War aber alles möglich. Und ja, den habe ich mir gekauft in Wassenberg, das ist fast schon in Holland oder in Belgien da oben die Ecke. Also weit hinter Köln Richtung Grenze. Da haben wir den geholt, mit einem Autoanhänger damals runtergeholt und ja, ich wollte immer so ein Auto haben. Ich habe immer gesagt, ich möchte einen Land Rover haben. Das ist gekommen durch die Filme Frei geboren zum Beispiel oder halt allgemein, ich fand ihr Auto immer richtig cool. Allrad, permanenter Allrad, wendig wie Sau, zumindest im Gelände, sage ich einmal. Auf der Straße, ne? 13,55 Meter Wendekreis. Aber halt einfach, die kommen überall durch. Das ist wie der Unimog halt da, ist ein richtiges Kultfahrzeug, der kommt überall durch, der macht seinen Dienst, der bringt mich überall hin. Hat der bislang auch gemacht, stecken geblieben bin ich noch nicht. Klar, du kannst auch mit einem Allrad stecken bleiben und es gibt Stellen da, wo der dann auch nicht mehr durchkommt, das will ich gar nicht leugnen, ist immer so. Ja, auf alle Fälle, ich habe das Ding damals gekauft, habe mir nicht zusammengerichtet und so steht er nun da. So schön zusammengerichtet, wie er damals war, wird man ihn nicht mehr sehen. Also vielleicht muss ich mich noch mal irgendwann dran machen. Aber ganz so akkurat ist er natürlich nicht mehr. Hier und da hat er schon ein bisschen Roststellen. Oder der Lack hat schon ein bisschen gelitten. Also hier zum Beispiel. Das habe ich aber nicht weiter zugepinselt, weil die Tür ist sowieso Alu hier. Das ist Alu auf dem Stahlrahmen drauf. Das ist halt beim Land Rover damals so entstanden quasi. Land Rover hat die ersten Fahrzeuge für die Landwirtschaft gebaut, quasi als Ackerschlepperersatz. Stahl war damals teuer nach dem Krieg. Die ersten kamen ja 1948 raus, auf Basis vom Willys Jeep. Und da haben die ja eigene Karosserie gedengelt aus Alu. Alu war günstig, Alu war übrig für die alten Flugzeuge. Und da hat man die ersten Karosserien gedengelt. Ja, und dem Alu sind die relativ lange treu geblieben. Das ist ja erst bei den recht neuen Fahrzeugen gekommen, dass sie auf Stahlkarossen umgestiegen sind. Ja, Alu hat natürlich den großen Vorteil, es rostet nicht. Aber in Verbindung mit Stahl muss man immer ein bisschen aufpassen, gibt Korrosion. Und diese Korrosion ist nicht so schön, Alufraß. Dann bleibt da nicht viel übrig. Ich meine, wenn man es weiß, da achtet man ein wenig drauf, aber optimal ist das Ganze natürlich nicht. Wer damit umzugehen weiß, kommt damit aber auch zurecht. Ja, das Fahrzeug, wie gesagt, 110er Radstand, ehemaliges Militärfahrzeug. Ich habe mir eine geholt und die Entscheidung für mich war eigentlich klar. Der wird wieder in olivgrün lackiert. Der Farbton, der passt ganz gut zu dem Fahrzeug. Klar, es gibt Fahrzeuge mit weißem Dach, weißen Felgen und dann zwischendrin in dunkelgrün, so Metallicgrün oder so. Das macht sich auch ganz gut, klar, ist ganz klar, da will ich gar nichts sagen.
aber bei mir sollte dieser Militärlook erhalten bleiben. Ich fand es richtig schön, fand es richtig schick und ich habe es so gelassen. Sitzplätze hat die Kiste nur zwei. Mehr sind nicht drin, hinten ist einfach nur Ladefläche. Da gab es früher mal Sitzbänke, die waren aber schon rausgeschmissen wegen LKW-Zulassung. Ich habe die nicht mehr gekriegt, habe die schon gar nicht mehr mitgekauft. Aber wäre natürlich schön, wenn wieder welche drin wären. Ja, wie gesagt, ich habe zwei Sitzplätze in der Kiste drin. So schaut es innen aus. Verkleidungen oder sowas kennt er gar nicht, braucht er nicht, hat er nicht. Ist überflüssig, könnte man sagen. Ja, recht spartanisch innen vom Armaturenbrett, wie man sieht, ist auch nichts drin. Ich habe quasi hier Kartenfach, ich habe hier die Innenraumbeleuchtung, das ist eine Kartenleselampe, viel Licht bringt die nicht. Ich habe meinen Lichtschalter da, auf den kann ich quasi die verschiedenen Stufen schalten. Standlicht hinten, Standlicht vorne hinten und ganz normal Abblendlicht. Und der Schalter, das kann ich mal zeigen. Der lässt sich auch noch in diese Richtung hier rüber drehen. Beziehungsweise in diese Richtung habe ich Standlicht hinten vorne, Abblendlicht. Und hier, wenn ich schalten tue, habe ich das Konvoi-Licht. Das ist hinten unter dem Rahmen angebaut, leuchtet auf die Achse hin, da kommen wir nochmal dazu. Und das ist dann noch gesperrt, dann gehen keine Blinker und keine Bremslichter mehr. Das ist für Kolonnenfahrt, damit das Fahrzeug nicht so auffällt. Da leuchtet quasi nur das Standlicht und das Konvoi-Licht hinten. Mehr hat man hier nicht. Ja, ist alles recht einfach gehalten. Hier sind dann die Lüftungsklappen, das ist meine Klimaanlage bei dem Fahrzeug. Kann ich einfach aufklappen. Und es schaut von außen dann so aus. Also, hier ist nichts mit Klimaanlage. Da machst du unten die Klappen auf und dann kommt die Luft rein. Funktioniert natürlich im Stau gar nicht. Wenn das Fahrzeug steht, dann ist vorbei. Ja, die lassen sich dann immer schön zu- und aufmachen, wie man es gerade braucht. Dann dieses Auto, das ist eher selten, das hat man weniger. Hat ein Handgas, das ist hier. Das kann ich, oh Gott, rausziehen und einrasten, arretieren. Das ist normalerweise gedacht gewesen, der hatte einen Funkeinbau drin. Den kann ich euch auch mal zeigen. Und der hatte eine eigene Batterie für die ganze Funkausrüstung. Und wenn du den auf Handgas hast, auf ein gewisses Ding eingestellt, dann hat er die Batterie wieder geladen. Ja, zum Beispiel. Dann Feuerlöscher vorne drin. Unterm Sitz ist dann ein Staufach. Da habe ich dann Warndreieck und dergleichen drin. Zack. Da ist, wie gesagt, der ganze kleine Kram dann verbaut und versteckt. Auf der anderen Seite geht es dann weiter. Fahrerseitig sieht es genauso spartanisch aus. Ja, was hat man? Kupplungspedal, Bremspedal, Gaspedal, ganz normal. Ich habe hier mal Lüftung, Heizung oder kühle Luft von draußen reinlassen. Wenn es natürlich im Sommer 30 Grad hat, kommt es da auch nicht wirklich kühl. Und ich kann auf Scheibe bzw. auf oben und unten schalten, dass die Füße auch ein bisschen warm werden. Und das bei Land Rover immer recht lustig, da ist es immer, der heizt nicht so richtig. Meine funktioniert aber hervorragend, also ich weiß nicht, was die immer alle haben. Bei mir funktioniert die Heizung tadellos. Ja, dann hatten wir halt hier noch den Warnblinkschalter. Hier oben ganz normal den Blinker, links und rechts. Die Hupe sitzt normalerweise dann hier. Und hier drüben dann noch ganz normal Scheibenwischer. Die verschiedenen Stufen. Und da unten habe ich noch mein Nebelschlusslicht. Ja, von die Gänge her, hier dann ist ein ganz normales Fünfganggetriebe mit einem Rückwärtsgang. Hat aber noch eine Untersetzung dazu. Das ist dann dieser kleine Hebel hier. Jetzt läuft er im Moment im Straßengang H und ohne Differentialsperre. Dann kann ich ihn auf Neutralstellung stellen. Oder wenn ich jetzt den Hebel nach vorne setze, dann habe ich das Untersetzungsgetriebe drin. Sprich, ich hätte bei dem Fahrzeug eigentlich 10 plus 2 Gänge. Der ist quasi geschaltet wie mein Kramer auch, könnt ihr sagen. Ja, hier drüben dann auch noch einmal die Lüftungsklappe und der Schalter hier oben. Das ist bei mir meine Innenraumlüftung, weil der originale Schalter, der hier draußen dran war, zum Ein- und Ausschalten, der hat nicht mehr richtig funktioniert. Der hat ein wenig einen Datsche weg gehabt, hat nicht gescheit funktioniert und dann
haben wir da was nachgerüstet, das gepasst hat. Ja, dann kommen wir mal nach hinten. An der Heckklappe dran. Spaten und die Pickaxe. Oder halt Spitzhacke. Die hängt standardmäßig an die Fahrzeuge immer dran. Wenn du dich festfährst, kannst du es wieder selber rausholen. Anhängerkupplung hat die Kiste auch. Sogar eingetragen vom TÜV. Die NATO-Hitch. Ja, jetzt sitzen wir im Fahrzeug hinten drin. Ist natürlich nicht der bequemste Platz. So schaut es hier innen aus. Also hier saßen, wie gesagt, normalerweise Sitzbänke drin, hier und da. Und auf meiner Seite hüben. Da war Platz normalerweise auf jeder Seite für 3 Soldaten. So war das geplant. Das Ganze hier ist ein Funkwagen, ein FFR. Funkfixt. Müsste ich nachgucken, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf alle Fälle ein FFR Hardtop. Das Hardtop, das ist quasi dieses Aludach, was ich drauf habe, das feste Verdeck. Die gab es auch mit Softtop, das ist ein Planenverdeck. Sowas würde mich für den Sommer noch reizen. Und diese FFR, die haben hinten dann diesen Einbau drin gehabt. Ich habe den noch, oder habe den wieder. Ich habe mir den organisiert aus England, habe hier ein paar gute Bekannte. Das ist einmal hier ein Batterielader, der funktioniert aber bei mir unten über die Hauptbatterie vom Auto und nicht mehr über die zweite Lichtmaschine vorne drin. Weil ich hatte normalerweise eine zweite Lichtmaschine im Motorraum, eine 24 Volt Lichtmaschine. Ich kann hier dann einschalten und laden. Funktioniert natürlich jetzt nicht, ist kein Akku und nichts drin, deswegen tut er jetzt nichts. Kann hier dann meine Batterie oder meinen Akku vom Funkgerät laden. Das ist das Funkgerät selber. Das hängt hier dann drin. Da hängt unten, wie gesagt, noch der Akkukasten dran. Der liegt aber momentan oben in der Küche, weil ich brauche ihn im Moment einfach nicht. Und im Winter da damit rumfahren, dann geht er bloß kaputt. Das wäre auch ein Schmarrn. Ja, und hier drüben kann ich da noch umstellen. Ich habe normalerweise vorne auf dem Kotflügel noch eine Funkkiste stehen. Da ist dann eine sogenannte Tourarm drin. Tuner Unit, die stellt mir dann noch die verschiedenen Frequenzen ein und gibt das ganze Signal weiter. Und das kann ich hier dran auch noch umschalten. Ist dann unter anderem auch verbaut. Ein Headset gibt es dazu noch. Das ist das. So schaut es aus. Und das hängt halt hier drin. Ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Auto hier drinnen nicht zu sagen. Das, was hier innen ein wenig so an ein Flugzeug erinnert, diese Stoffbespannung, die gehört eigentlich gar nicht in das Fahrzeug rein. Das ist ein Radharz-Kit. Das ist normalerweise eingesetzt worden bei den Softtop-Land Rover, weil eben, wenn hier drinnen einer sitzt und als Funker arbeitet, dann hast du ja diese Funkstrahlen draußen und bevor dem das Hirn gebrutzelt wird dadurch, gibt es dieses Radiation Hazard Kit. Das hält quasi die Funkwellen auf. Wenn man es jetzt aufschneiden würde, da ist innen dann eine Alubeschichtung und die verhindert quasi, dass diese ganzen Funkwellen hier ins Fahrzeug wieder zurückkommen und dass der Fahrer, der Beifahrer, der Funke hier drin durch die Strahlen geschädigt waren oder gestört waren. Weil, wie gesagt, die sind auf Dauer natürlich nicht gesund. Das ist halt eine recht große Einheit. Normalerweise hatte der auch 2 Funkboxen, eine links, eine rechts. Wie gesagt, ca. 27 Kilometer Reichweite das Ganze. Recht leistungsstark eigentlich für die kleine Anlage. Aber ich habe sie nicht in Betrieb. Hab zwar den Akku dafür, aber funktionieren wird sie trotzdem nicht. Die ist lahmgelegt. Ja, und draußen am Fahrzeug gibt es halt auch noch diese Kästen. Kann ich ja auch einmal spaßeshalber aufmachen. Wenn wir alles dreckert. Und wer des Englischen mächtig ist, der sieht hier schon Storage Area for Fuel Jerry Cans Only. Hier drüben auf der rechten Fahrzeugseite kommen normalerweise 2 20 Liter Dieselkanister rein. Und auf der Gegenseite drüben ist noch einmal so ein Fach. Das ist dann speziell für die Kunststoffe einen 20 Liter Wasserkanister. Die kannst du dann immer mitführen. Und nimmst du halt überall mit hin. Ich fahre da aber normalerweise kein Diesel drin spazieren, weil das Problem ist, wenn du das machst und das weiß einer, dann ist der Diesel schnell fort und das nächste ist, hast du doch einmal einen Unfall, ist natürlich auch nicht so optimal. Auf einem Treffen oder wenn ich eine längere Strecke fahre, dann habe ich mal einen 20er mit drinnen liegen. Den nehme ich dann immer mit.
ansonsten eigentlich gar nicht. Ja, so schaut das Fahrzeug aus. Wie gesagt, permanenter Allrad drauf. Der hat noch eine richtige Stoßstange. Diese Stoßstange hier ist aus Stahl. Hinten diese komischen Bumper, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Der eine oder andere sagt, um Gottes Willen, das schaut ja optisch total beknackt aus. Diese Dinger hier, die haben auch eine gewisse Bewandtnis. Die sind auf dem Fahrzeug drauf. Wenn so ein Land Rover hier beim Militär liegen bleibt, dann muss der angeschoben werden können. Sei es jetzt im Kriegseinsatz, da ist unter Beschuss oder was, du kannst da nicht aussteigen, kannst da ewig rumtun. Dann werden die Dinger einfach angeschoben oder weitergeschoben. Kann ja immer mal was sein. Deswegen gibt es die Bumper vorne, die Bumper hinten dran und die große Stoßstange vorne. Und da kannst du dann einfach drauf fahren und kannst ihn anschieben. Also wie gesagt, die Stoßstange ist massiv und auf die Bumper hinten ist einmal ein kleiner Opel Corsa drauf gefahren. Eine ältere Frau beim rückwärts ausparken. Ich war auf dem Parkplatz gestanden, wollte gerade aussteigen aus dem Auto. Und ich denke noch und schaue so in meinen Spiegel, no, wo will denn die hin? Die fährt immer weiter, fährt immer weiter. Auf einmal hat es Rums gemacht, da hat es einen kleinen Schlauch da hinten. Und dann ist er ausgestiegen, dann hat er ganz entsetzt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Um Gottes Willen, jetzt habe ich ihr Auto beschädigt. Da habe ich gesagt, nein, ich glaube, mein Auto ist nicht beschädigt. Aber hier ein Opel Corsa, wenn ich mir anschaue, das schaut das nicht mehr gut aus. Der war dann hinten etwas eingeknietscht. Da hat er einmal das Zugmaul, das NATO-Zugmaul getroffen und einen vor die Pampe, der hat das Licht mit reingedrückt. Ja, das war natürlich ein schöner Abdruck dann. Aber sowas passiert. Naja, und wenn wir schon beim Auto sind, dann zeige ich euch nochmal hier den kleinen Motor. Das ist dieses Ding, ist ein Vierzylinder. Hat drei Glühkerzen drin, der hat keine vier, hat nur drei. Dieser Motor ist ein 2,5 Liter starker, 69 PS starker, so rum, Saugdieselmotor, normally aspirated. Der läuft quasi mit allem. Diesel, könntest Schweröl reinkippen, Biodiesel, Rapsöl, der fährt eigentlich mit allem. Ist ein recht unverwüstlicher Motor. Kleinkalten, nichts Besonderes. Ein bisschen Öl verschmiert. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, die letzte Motorwäsche ist schon sehr lange her. Und Land Rover ist bekannt dafür, egal was du dran machst, der wird nie ganz dicht. Dieses Auto ist nie ganz dicht, ist nie ganz heile. Das gehört bei dem einfach dazu. Und weil ich gesagt habe, ich habe hier vorne noch eine zweite Lichtmaschine drin gehabt. Hier ist der Haltebock noch zu sehen, oder besser gesagt, hier war der Haltebock drauf. Und dann saß hier so eine richtig große, dicke, schwere, fette Lichtmaschine. Und wer es eventuell da unten erkennt, da ist eine zweite Riemenscheibe. Die hat diese Lichtmaschine betrieben. Ja, was hat man dann vorne noch ein bisschen drin? Wischwasserbehälter hier, Kühler, Ausgleichsbehälter. Oh, ist der leer? Kuckuck. Nein, da ist noch was drin. Alles gut. Alles ein bisschen eng halten hier. Der Luftansaug bei diesem Fahrzeug sitzt hier vorne. Im Kotflügel circa hier. Das ist der Luftfilter hier. Ja, 50 cm Wassertiefe kann ich durchfahren. Theoretisch könntest du jetzt da einen Schnorchel drauf machen, nach vorne legen. Da habe ich ein paar Bekannte, die haben einen Schnorchel drauf gemacht, geht hier raus, da hoch, dann kannst du theoretisch bis da oben hin ins Wasser rein. Habe ich aber nicht gebraucht, also so viel Wasserdurchfahrten mache ich nicht. Eine habe ich einmal gemacht, da stand das Wasser wirklich bis zu der Tür, bis hier oben hin. War durch einen kleinen Bachlauf durch. Ja, warum ist vorne nichts neu? Wer das Fahren ein bisschen beherrscht, kommt durch. Du musst halt aufpassen, dass du vorne so eine kleine Bugwelle hast, dass vorne ein bisschen Luft bleibt vorm Kühlergrill. Dann saugt er noch ganz normal Luft. Wenn du natürlich stockvoll reinfährst und vorne das Wasser drüber schwappt und reinschwappt, dann saugt der Wasser und dann ist vorbei, da kannst du einen Motorschaden drauf fahren. Ja, wer es weiß und ein wenig umsichtig ist, der kann theoretisch auch ohne Schnorchel durch ein bisschen tieferes Wasser fahren, ist auch möglich. Ja, so schaut auf alle Fälle das Ding aus, nichts Besonderes, halt relativ einfach gehalten, ist halt wie gesagt ein Land Rover. Ja, wie gesagt, der Wagen ist vom Aufbau relativ einfach gestrickt, da ist nichts Besonderes dran. Und jetzt, um wieder zurückzukommen, warum in der Landwirtschaft? Jo, ganz einfach. Ich nutze das Ding für Ortskontrollfahrten, OKF. Zum Beispiel, haben wir ja schon mal gemacht. Ich nutze das Ding, um mein Futter zu holen, was ich immer vor dem Supermarkt kriege. Die große Ladefläche hinten, da passen einige solche Kisten rein. Überhaupt kein Thema. Also ich glaube, das habe ich zuletzt, waren 16 Kisten, die ich in dem Ding transportiert habe. Ist natürlich bis unter das Dach dann vollgestopft.
Aber wie gesagt, überhaupt kein Thema, das geht. Bei mir ist es ein Arbeitsfahrzeug. Der muss ran. Man sieht ja auch, er ist nicht sauber. Der ist jetzt nicht gepflegt wie ein normales Auto. Ich fahre nicht zwar als normales Auto, aber der ist jetzt nicht so pingelig gepflegt, dass ich sage, okay, alles gut. Der glänzt wie sonst was oder was. Nee, also um Gottes Willen, so bin ich da nicht. Der muss seinen Dienst tun, den macht er. Ist wie gesagt als LKW angemeldet, das Ganze. Sonst wären die Steuern bei dem Fahrzeug einfach nicht zu stemmen. Das kann ich ja hier mal an der Stelle sagen. Der hätte normalerweise Steuern von 1200 Euro. Jetzt bin ich aktuell bei 181 Euro. Ich habe ne, wie gesagt, für die Landwirtschaft spritverbrauchstechnisch der kleine Motor auf das große Gewicht. Das Fahrzeug wiegt leer ja knapp 2 Tonnen. Oder ein bisschen mehr wie 2 Tonnen. Ist der Verbrauch ganz in Ordnung. Auf der Autobahn fahre ich ne mit 9,5. Und innerorts im Stadtverkehr oder Kurzstrecken sind es 11,5 Liter. Es ist nicht wenig, klar, es gibt Autos, moderne Autos, die brauchen deutlich weniger. Aber ganz ehrlich, für den Zweck, wo ich ihn habe und für die paar Kilometer, die ich im Jahr fahre, reicht mir der vollkommen. Ich, wenn im Jahr 3000 Kilometer fahre, ist das bei mir viel. Weil mehr macht er im Endeffekt bei mir auch nicht. Und es ist natürlich, wie gesagt, auch ein bisschen Spaßfaktor. Ich habe das Auto auch, weil es mir Spaß macht. Sage ich auch ganz offen und ehrlich dazu. Und wie gesagt, was will mir dann mehr? Ja, und um euch noch einmal den Sound von dem Ding zu zeigen, nicht, dass es dann heißt, jetzt hat das Auto gezeigt und dann zeigt er nicht einmal, wie er läuft. Ich kann ihn gerne mal anlassen. Eine Besonderheit bei dem Fahrzeug, Zündschloss sitzt auf der linken Seite. Ist übrigens nicht mehr das Originale, beim Originalen hat der Schlüssel gefehlt, den hatten sie nicht mehr. Dann ist gepfuscht worden. Vorglühen muss man mit der Hand, wie beim Schlepper. Du musst den Schlüssel ein bisschen drehen, dann glüht er vor. Und dann kannst du ihn anlassen. Ja, so schaut es dann aus. Und so schaut das Ganze dann von vorne aus. Gedämpft, so wie es halt muss, ist ein altes Auto, aber es tut seinen Zweck. Ja, so viel hier auf alle Fälle dazu. Ja, eine kleine Besonderheit, die dieses Auto im Gegensatz zu den zivilen Land Rover noch hat, der hat vorne in der Kühlermaske bzw. auf die Kotflügel nicht die Verblendung drauf. Hier ist ja normalerweise, die Bohrlöcher sind ja schon da. Da sitzt normalerweise noch so eine Kunststoffverblendung, der Scheinwerfer ist so ein bisschen eingelassen. Und hier außen sitzen auch andere Blinker und Standlichter normal. Bei mir sind hier diese Schraubstandlichter drauf, die sind relativ einfach zu öffnen. Ich kriege es jetzt bloß mit einer Hand nicht auf. Die kannst aufschrauben, Lampe tauschen, draufschrauben, fertig ist die Sache. Zwei Schrauben aufmachen, hast du Scheinwerferglashausen. Geht auch relativ zügig und einfach und so kannst du ums ganze Fahrzeug rumgehen. Und ruckzuck schnell deine Lampen prüfen und tauschen. Finde ich eigentlich ganz durchdacht bei den alten Dingen. Ja, hinten dasselbe Spielchen, hier dann einfach bloß aufdrehen. Kennzeichenbeleuchtung ist eine Schraube. Das da unten, das sind zweimal Nebelschlussleuchten. Auch eine Besonderheit, hat auch nicht jedes Fahrzeug. Bremslichter. Und die Blinker da unten. Ja. So funktioniert das Ganze. Das ist das ganze Fahrzeug. Wie gesagt, die Land Rover sind original fürs Militär gebaut worden und natürlich die allerersten für die Landwirtschaft. Da gibt es die Geschichte dazu, könnt ihr ja mal im Internet gucken. Land Rover, der Maurice Wilks, ist auf die Idee gekommen am Strand. Die haben immer einen alten, ausgemusterten Willys Jeep gehabt, den haben sie ein wenig aufgedengelt und andere Bleche drauf. Und da sind sie auf die Idee gekommen, für die Bauern quasi ein Fahrzeug zu bauen. Schlepper waren damals teuer, das ging nicht nach dem Krieg, die Wirtschaft war ziemlich am Boden und da hat man eben aus den alten Teilen wieder was aufgebaut. Und so entstanden die Fahrzeuge, die haben am Anfang sogar Mähwerk dran gehabt.
Bei dem hätte ich sogar die Möglichkeit, ich könnte eine Hydraulikpumpe anschließen. Hat er unterm Fahrersitz quasi oder in der Mittelkonsole ist ein Anschluss. Da kannst du eine Hydraulikpumpe hinten anflanschen ans Getriebe. Dann hätte ich einen dauerhaften Hydraulikanschluss. Also von wegen, dieses Auto wäre nicht für die Landwirtschaft. Oder warum ist es in der Landwirtschaft tätig und warum zeige ich es im Farmblock? Ist bei dem durchaus machbar. Gut, so viel hierzu. In der Maschinenhalle sind wir auch gerade. Zum Krame gibt es auch eine kleine Neuigkeit. Ich habe meinen TÜV-Prüfer angerufen und habe quasi schon einen Termin ausgemacht. Also mehr oder minder, ich habe noch kein festes Datum. Wird auf alle Fälle in der KW5. Dann kriegt das Ding hier auch endlich einmal seine Zulassung. Zeit wird's. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Ich habe leider vorher nichts gekriegt. Ich meine, ich könnte mit dem Schlepper jetzt natürlich in den TÜV nach Kulmbach. Die können da direkt drinnen vorfahren. Aber ganz ehrlich, das will ich auch nicht. Soll nicht mal TÜV-Prüfer abnehmen. Das war ja mal seine und auf das Gesicht freue ich mich ja. Habe ich gesagt, dann warte ich jetzt gar bis in die KW5. So brisant ist es nicht. Wäre zwar schön gewesen, wenn es schneller gegangen wäre, aber naja. So viel auf alle Fälle dazu. Wenn es soweit ist, dann werde ich dazu auch nochmal was sagen, weil ich ja wie gesagt gefragt worden bin, ob und wie so ein Schlepper wieder zugelassen wird. Da kommen wir dann gerne mal dazu. Überhaupt kein Thema. Und ja, wie gesagt, da halte ich euch auf dem Laufenden. Ja, und dann gibt es noch eine Neuigkeit von mir. Im Discord und im Livestream habe ich schon angekündigt. Ich bewirtschafte ab diesem Jahr bzw. nächstes Jahr im Frühjahr wieder alle untere Fläche. Dieses Jahr auf alle Fälle die Wiese am Bahndamm. Das ist so eine kleinere, schöne, rechteckige Wiese. Da kann ich 2 bis 3 Schnitte Heu runterholen und krummet. Muss ich mal gucken. Und den einen Acker in Betzberg draußen, den habe ich wieder. Den kann ich wieder bewirtschaften. Im Moment liegt allerdings Stilllegung drauf. Der war schon angemeldet. Den kann ich dann quasi ab Herbst, wenn er nicht umgebrochen hat, wenn er nicht rumgeackert hat, dann kann ich den wieder nutzen. Und kann selber dann drauf machen, was ich möchte. Ja, die Flächen kann ich gerne mal noch einmal zeigen. Bei einer Ortskontrollfahrt, das können wir gerne machen. Drohnenflug geht bei der einen Wiese definitiv nicht. Da ist wie gesagt Bahngleis und auf der Gegenseite die Bundesstraße. Da ist Flugverbotszone, also da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster und mache da einen Flugversuch. Wenn was passiert, haftet nämlich niemand. Da habe ich keine Aufstiegsgenehmigung dafür an der Stelle. Die müsste ich mal einholen. Und das mache ich ehrlich gesagt deswegen nicht. Ja, den anderen Akku, den kann ich gerne mal aus der Luft zeigen. Dazu müsste ich aber erst einmal wieder an meinen Kopter rankommen. Der ist nämlich momentan mit Möbeln eingebaut. Da habe ich gar keine Chance. Ja, und was jetzt da noch fehlt, das ist die Wiese, die ich jetzt im letzten Jahr ja schon bewirtschaftet habe. Die unterhalb da von unterm Acker dann noch. Da ist noch nicht ganz gewiss, was jetzt damit ist, aber höchstwahrscheinlich werde ich die dann auch wieder komplett selber bewirtschaften können. Das kommt halt darauf an, wenn der jetzt noch Förderprogramm oder was drauf hat, dann muss ich halt so lange warten, bis das gar ausgelaufen ist. Dass das dann abgemeldet werden kann, beziehungsweise wenn da nichts mehr drauf ist, dann kann ich die auch wieder ganz normal im Eigenbedarf bewirtschaften, so wie ich das möchte und kann drauf fahren, was ich will. Halt nach die geltenden Richtlinien, ne? Ja, so viel auf alle Fälle zu den aktuellen Neuerungen, die aktuellen News von mir. Was ich heute noch ein wenig gemacht habe, war den Schweinestall unten ausgemistet. Der ist wieder gründlich sauber. Was jetzt noch fehlt die Woche, das ist der Hühnerstall. Da bin ich einfach nicht dazugekommen. Den Pferdestall habe ich auch gründlich sauber. Eigentlich wollte ich heute die Lore mit dem Mist noch verfahren. Allerdings das pisst draußen und dann ist hinten wieder alles so schlammig. Da habe ich dann auch keine Lust, in der zu fahren. Deswegen habe ich das heute bleiben lassen. Ich werde es dann Mittag essen und dann geht es ja gleich wieder auf die Arbeit. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende allen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich auf alle, die beim nächsten Livestream wieder dabei sind, wann auch immer der kommen mag. Mal gucken, vielleicht Sonntagabend, das weiß ich aber nicht. Es kommt darauf an, ob ich am nächsten Tag arbeiten muss oder nicht. Und ja, spätestens am Dienstag sehen wir uns sonst wieder. Ansonsten, ihr erfahrt es im Discord. Dann sage ich es nochmal dazu oder ich kann es auch bei dem Video eventuell unten dann reinschreiben. Wenn ich weiß, dass ich definitiv an mache, dann schreibe ich es halt mit rein. Könnt ihr ja immer mal reinspitzen. Und dann sieht man sich da. Also in diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Servus.